Hallo liebe Klavierfreunde, ich begrüße euch wieder zu einem weiteren Video zu Klavierspielen lernen ist bunt. Bei diesem Video fangen wir an, die ersten Noten zu lesen und ich zeige euch, wie das ist mit verschiedenen Tonhöhen und mit verschiedenen Arten von Tonlängen und auch Doppelnoten. Ja, dann bis gleich. Die erste Note, mit der wir uns beschäftigen, ist das C. Und das C befindet sich immer bei der Zweiergruppe links daneben. Das ist auch die Mitte des Klavieres, wo auch bei vielen Instrumenten das Schloss zu finden ist. Taste C. In der obigen Abbildung siehst du die beiden Notenzeilen ziemlich nah beieinander, so dass die Hilfslinie genau auf derselben Höhe steht. Da befinden sich die ganzen Cs und wenn der Notenhals nach oben geht, dann ist das C zugehörig der oberen Notenzeile und wenn der Hals nach unten geht, ist es zugehörig zur unteren Notenzeile. Jetzt könnte ich das Lied mal durchspielen. Dabei habe ich auch immer die Hände gewechselt, je nach Notenzeile oben oder unten. In diesem Beispiel siehst du die beiden Notenzeilen etwas weiter voneinander entfernt. Und somit sind die ersten Hilfslinien in der Mitte auch immer genau zugehörig zu den jeweiligen Notenzeilen. Also das C von der rechten Hand ist sozusagen auf der ersten Hilfslinie unten im Violinschlüssel. Das C von der linken Hand, erste Hilfslinie oben vom Bassschlüssel. Und dann ergibt es das gleiche Lied. Du siehst hier noch, dass die Taktstriche schon richtig eingezeichnet sind. Immer nach vier Anschlägen ein Taktstrich. Und beim dritten Takt summieren sich die Dreischlagnote und die Einschlagnote auch zu vier Schlägen insgesamt. Der letzte Takt ist gefüllt mit einer Vierschlagnote. Und dann kommt der Schlussstrich, ein dünner Strich und ein dicker Strich. Wir erinnern uns an das letzte Video. Da war eine Grafik, die dir angezeigt hat, wie das mit den Notenschlüsseln und den Schlüssellinien und den Schlüsselnoten zusammenhängt. Da hatten wir also das G oben und das F unten als zugehörige Note zu den jeweiligen Schlüsseln. Diese Noten verwenden wir jetzt wieder im neuen Schaubild bei einem Fantasielied. Und da siehst du ein G in der rechten Hand, also auf der zweiten Linie von unten. Dann sind Cs auch im Lied vorhanden. Dann im zweiten Takt für den Bassschlüssel das F. Dann wieder ein C und im dritten Takt sogar eine Doppelnote. Da muss man dann das C und das G gleichzeitig drücken. Und im letzten Takt befindet sich wieder ein F als Vierschlagnote. Das klingt dann so im Ganzen. So, hier nochmal herangezoomt und zwar meine Tastatur von meinem schönen roten Keyboard. Hier ist wieder das C, dann ist das G bei der Dreiergruppe, genau hier im linken Zwischenraum. Also die Dreiergruppe, linker Zwischenraum, da ist das G vom Violinschlüssel. Dreiergruppe hier, links davon, links daneben ist das F vom Bassschlüssel. Genau. Und dann ist es ja bei euch zu Hause genauso mit den Zweier- und Dreiergruppen und dann dürften diese Tasten auch bei euch am Klavier zu finden sein. Dann bis zum nächsten Video.